Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 26. Juni. Heute haben wir dabei Facebook, Google Meet, Google Fotos, Gboard und N26. Beginnen tun wir mit einer neuen Funktion bei Facebook, die gerade weltweit ausgerollt wird. Und zwar geht es da um einen Warnhinweis, der immer auftaucht, wenn ihr einen Beitrag teilen möchtet, der älter als 3 Monate ist. Oft fällt einem das ja nicht auf und gerade in der aktuellen Zeit kann es ja durchaus zu komischen Situationen kommen, wenn man einen alten Beitrag teilt und den für neu hält. Corona so als Stichwort mal jetzt. Finde ich eine gute Sache und freuen wäre jetzt übertrieben, sich drauf freuen, aber ist gut, dass es da ist. So, Google Meet. Das ist ja praktisch die Konkurrenz zu Zoom und Microsoft Teams von Google, mehr oder weniger, die Videokonferenzmöglichkeit im Google-Universum und die wird jetzt ein bisschen abgedatet. Die bekommt Tiefen und Schärfe, eigene Hintergründe und auch mehr Leute. So, also auf jeden Fall, man kann dort entsprechend Hintergrund ändern oder wird man ändern können, denn generell hat Google gesagt, die Funktionen werden in den nächsten Monaten aktiviert. Warum das so lange dauert, weiß keiner. Naja, aber man bekommt in der Kachelübersicht auch bald bis zu 49 Gesprächsteilnehmer angezeigt. Bisher war das Limit 16. Ja, wenn man mit 49 Teilnehmern eine Google Meet-Konferenz machen möchte, ja, was es alles so gibt. Naja, auf jeden Fall auf dem Plan stehen halt auch Funktionen wie zum Beispiel Handheben. Das kennt man auch schon von Microsoft Teams. Ich denke, das ist ähnlich wie bei den diversen Messengern. Es wird sich einfach ein bisschen alles angleichen und in jedem Universum wird es dann halt entsprechend das Videokonferenz-Tool geben. Was es auch komplett neu gibt, das ist die Google Fotos App und gleichzeitig auch ein neues Icon für Google Fotos. Ja, ich weiß auch nicht, ob man darauf gewartet hat. Ich benutze die nicht. Ich glaube, der Martin hat die benutzt, aber so sicher bin ich mir da auch nicht. Was ist neu? Ja, Fotos und Videos werden einfach mit größeren Vorschaubildern angezeigt. Videos spielen automatisch ab. Ich weiß nicht, ob man das will. Und ja, noch so ein bisschen Kosmetik. Und wie gesagt, das Icon ist halt auch neu. Guckt es euch einfach an. Vielleicht gefällt es euch ja und ihr könnt es nutzen. Letzte Google-Produkt für heute ist das Gboard, die alternative Tastatur, die man sich zum Beispiel auf dem iPhone auch installieren kann. Auch meine bevorzugte Tastatur und die hat in der aktuellen Beta etwas Besonderes oder da fehlt etwas Besonderes und zwar die Google-Suche. Die ist dann nicht mehr integriert, man kommt wohl nur noch über einen Umweg ran und man weiß jetzt aktuell nicht, ob das jetzt wirklich bei Design so gewollt ist oder ob es vielleicht ein Bug ist. Ich persönlich, wie gesagt, ist ja das Keyword, was ich nutze. Ich benutze die Google-Suche im Keyword gar nicht. Also mir tut es nicht leid. Ich würde mir einfach vielleicht ein bisschen mehr Customization für mich wünschen, dass ich da ein paar Änderungen machen kann, beziehungsweise Schnellzugriffstasten definiere. Ansonsten alles gut. Ich vermisse die nicht, wenn die dann wirklich weg ist. Und letztes Thema für heute, N26. Die sind jetzt eine Partnerschaft mit TransferWise eingegangen und dadurch können sie jetzt 36 Währungen akzeptieren. Also nicht nur akzeptieren, sondern man kann damit Transaktionen durchführen. Bisher waren das eben nur 19. Durch TransferWise ist das jetzt ein bisschen aufgebohrt worden. Die Funktion, also die TransferWise-Funktionen stehen allen N26-Kunden zur Verfügung, die ein Konto haben, das entweder N26 Standard ist, N26 U oder N26 Metall. Gleichzeitig wurde halt auch für internationale Transaktionen dort dann auch nochmal die Oberfläche überarbeitet, damit man alles auf einen Blick hat. Sprich, man kann dann sehen, welche Transaktionsgebühren anfallen, welchen garantierten Wechselkurs man hat und wie das voraussichtliche Datum ist, an dem die Zahlung beim Empfänger eingeht, wenn man die halt hinschickt. Schöne Sache, ich selber bin auch TransferWise-Kunde, kann man auch einzeln nutzen, aber wenn es mit dem Konto kombiniert ist, ja, auch ganz schön. Das war es dann auch schon für heute, für den Freitag und für die Woche. Ich hoffe, ihr habt ein tolles Wochenende. Es ist nicht zu warm bei euch. Ihr macht was Schönes und denke mal, am Montag wird euch dann der Martin wieder mit aktuellen News versorgen. Bis dann, bleibt positiv. Ciao, ciao. Hört mehr
Geek Talk.